Okay, wahrscheinlich seht ihr jetzt bloß eine dunkle Silhouette von mir. Das macht aber nichts. Dafür habt ihr hier noch ein bisschen Aussicht und da noch ein bisschen Aussicht. Und das ist ja viel besser als so eine Ben-Fratze im Bild. Ne? Also, folgendes. Jetzt noch ein paar allgemeine Dinge zum Kaiserstuhl. Wir haben es hier mit einer der wärmsten Ecken Deutschlands zu tun. Streng genommen ist es, glaube ich, sogar der Punkt, an dem es am wärmsten ist. Der liegt, glaube ich, noch ein paar Kilometer weit weg. Also auch 20, 30, 40 vielleicht, irgendwie sowas um den Dreh. Aber das hier ist so als Region der wärmste Punkt Deutschlands, so übers Jahr verteilt. Wir haben hier fast 10 Grad Jahresdurchschnittstemperatur. Das ist verdammt hoch. Je nach Region, wo man sonst so unterwegs ist, hat man in Deutschland so 9, 8,5, 7. Also 7 wäre schon ganz, ganz krass, aber das gibt es. Es gibt, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, die eine oder andere Region, die sowas um die 7 hat. Also ein bisschen höher schon noch, aber ja, so Eislöcher sozusagen. Ne? Und wir rechnen jetzt mal die Zugspitze nicht mit. Das ist nochmal ein ganz anderer Fall, selbstverständlich. Aber hier ist jedenfalls definitiv so die wärmste Region. So grob mehr oder weniger der Kaiserstuhl und eben die nähere Umgebung. Das ist extrem warm. So, warum ist es so? Weil wir haben ja im Westen Amerika. Ja? Amerika interessiert uns jetzt aber nicht. Was haben wir vor Amerika? Frankreich. Und was haben wir dazwischen? Den Atlantik. So, und der ist jetzt interessant, weil der ist ja ein Ozean und demzufolge hat er die lustige Eigenschaft, dass er Wolken produziert. Und der Wind hat übrigens auch eine lustige Eigenschaft, der weht nämlich gerne von Ozeanen ins Landesinnere. So, und wenn wir jetzt den Ozean im Westen haben, dann weht der Wind logischerweise von West nach Ost und im Osten sind wir. Jetzt ist das Gute, beziehungsweise das Bemerkenswerte, dass zwischen Atlantik und Vogesen eigentlich fast nur flach ist. Ne? Da ist zwar Frankreich, aber ein flaches Stück Frankreich. Und die erste nennenswerte Erhöhung zwischen den Wolken vom Atlantik, also eigentlich ist er da, ich zeige in die falsche Richtung, und den Vogesen, die sind übrigens auch da, also man kann es jetzt von hier leider nicht sehen, vielleicht oben vom Berg können wir nochmal in die Richtung gucken, hoffe ich. Wie dem auch sei, jedenfalls, wenn die Wolken jetzt kommen vom Atlantik und wollen über die Vogesen, was müssen sie dann machen? Dann müssen sie leichter werden. Und wie machen sie das? Indem sie abregnen. So. Und da die Vogesen jetzt doch um einiges höher sind als dieser lächerliche, winzige kleine Kaiserstuhl hier, führt das dazu, dass davon jede Menge Regen verloren geht und die Wolken dann so weit oben sind, um über die Vogesen drüber zu kommen, dass der kleine Kaiserstuhl eigentlich überhaupt kein Hindernis mehr darstellt. Da muss schon eine Spezialwetterlage sein, dass an der Kaiserstuhlerhebung noch eine Wolke hängen bleibt. Oder es regnet halt derart ausgiebig, in einem derart großen Radius quasi, in einem so großen Regengebiet, dass der Kaiserstuhl halt auch noch was abbekommt, dass die Wolke quasi weiter regnet, wenn sie über die Vogesen drüber ist. Dann kriegt auch der Kaiserstuhl was ab. Da er allerdings eben auf diesem Wege nur bei quasi Sonderwetterlagen, so selten sind die jetzt auch wieder nicht, aber sie sind schon ein bisschen was Besonderes, überhaupt Regen abbekommt, führt das dazu, dass wir es hier relativ trocken haben. Also hier gibt es je nach Region und kleinräumigen Unterschieden, ob du jetzt auf der Seite vom Berg bist oder auf der anderen Seite vom Berg sozusagen, bis zu Stellen, die gerade mal, na, so 550 Millimeter Jahresniederschlag haben. Und das ist schon eigentlich ordentlich wenig. Also da muss man jetzt noch keine ausgesprochene Dürrenlandschaft erwarten, aber das ist wirklich schon ordentlich wenig. So, und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass dadurch, dass die meisten Wolken eben an den Vogesen hängen bleiben, generell einfach wenig Wolken hier oben überhaupt rumfliegen. Das heißt, wir haben hier am Kaiserstuhl enorm hohe Anzahlen von eine enorm hohe Anzahl von Sonnenstunden. So, jetzt Deutsch, schwierig. Das führt erstens mal dazu, dass es im Sommer hier halt echt knalleheiß wird und es jede Menge Tropennächte gibt. Standardmäßig gibt es eigentlich so ziemlich jedes Jahr. So in den letzten Jahren war es auf jeden Fall nicht besonders kalt. Kann man jetzt wirklich nicht behaupten. Und führt aber gleichzeitig auch dazu, dass die Winter trotzdem relativ kalt sind. Es gibt hier also eine enorm hohe Differenz zwischen der durchschnittlichen Sommertemperatur, ordentlich heiß, und der Wintertemperatur, durchaus immer noch ganz gut kalt. Ne? Das kommt eben dadurch zustande, dass halt jeweils sowohl im Winter als auch im Sommer die Wolkendecke als Isolation sozusagen fehlt. Die isoliert nicht vor der prallen Sonne im Sommer, sie isoliert aber auch nicht
die von der Erde abgestrahlte Energie und wirft sie wieder zurück im Winter, weil eben keine Wolken da, beziehungsweise besonders wenig. Und das führt jetzt eben zusammen mit der geografischen Lage, als dieser kleine Hügel mitten in der flachen Landschaft, zu so einem ganz, ganz besonderen Klima, das halt eben auch aufgrund der tollen Böden, die wir hier haben, da sind wir wieder beim Löss, erstens mal hervorragend geeignet ist zum Weinanbau, wie man inzwischen hoffentlich gesehen hat. Es ist mehr oder weniger die einzige Landwirtschaft im Kaiserstuhl, ein paar kleine Gärten, wo man noch ein bisschen eigenes Gemüse anpflanzt, gibt es selbstverständlich. Aber ansonsten Wein, 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 Wein und der schmeckt hervorragend. Ich guck mal, dass ich nachher noch irgendeine kleine Weinhandlung finde, bevor ich nach Hause fahre und mir dann noch die eine oder andere Flasche mitnehme, so als kleinen persönlichen Vorrat. Wobei ich schon vorhabe, demnächst nochmal herzukommen. Also müssen es nicht allzu viele Flaschen sein. Aber der Kaiserstühler, oh, ich empfehle den Riesling. Riesling ist zwar eigentlich jetzt so ein Einsteiger und langweiliger Wein, aber der Kaiserstühler Riesling, oh, der ist wirklich ganz, ganz, ganz ausgezeichnet. Es gibt auch hervorragende Spätburgunder für diejenigen, die lieber einen roten mögen. Also, aber der Riesling, oh, der Riesling, oh, ja. Ja, ja. Diese Klimabesonderheit, die wir hier haben, führt eben auch dazu, dass wir hier quasi so eine mediterranes Klimainsel innerhalb von Deutschland haben. Also es ist streng genommen noch nicht mediterranes Klima, beziehungsweise die korrekte Bezeichnung wäre mediterranoides Klima. Mediterranoides. So, jetzt. Schweres Wort. Das haben wir hier noch nicht. Wir sind hier immer noch in der gemäßigten Zone, allerdings bestimmt nicht mehr in der kühl gemäßigten Zone, was man von Norddeutschland schon eher behaupten kann. Wenn man überhaupt den Unterschied zwischen kühl gemäßigt und nur gemäßigter Zone machen möchte, dann kann man ihn auf jeden Fall tun. Unternehmen in Form von, man vergleicht den Kaiserstuhl mit zum Beispiel Hamburg, ne? Oder sowas in der Ecke. Da haben wir dann schon wirklich einen deutlichen Unterschied. Und das führt dazu, dass wir hier am Kaiserstuhl auch nochmal zusätzlich durch diese Inselsituation, die das Gebirge in der umgebenden Landschaft darstellt, eine ganz, 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 ganz spezielle Tier- und Pflanzenzusammensetzung haben. Zum Beispiel gibt es hier das nördlichste Vorkommen weit und breit der Smaragdeidechse. Ich hatte einmal das Glück, so ein Viech zu begegnen. Es gibt da so einen bestimmten Berg, wo die hocken. Da gehe ich auch gerne noch mal eine Runde spazieren und zeige euch das mal. Also heute nicht mehr, aber gerne bei einer anderen Tour. Und die sind wahnsinnig faszinierend, weil das die größte Heidechse überhaupt ist, soweit ich weiß. Also die sind schon wirklich ordentlich groß, die Viecher. Und man hat da echt eine gute Chance, welchen zu begegnen. Also wenn man da mehrfach spazieren geht, früher oder später, sieht man mal eine. Und ach, die sind schon toll. Da gibt es auch extra so einen Smaragd-Eidechsen-Weg. Es gibt natürlich noch jede Menge Sonderpflanzen. Ja, quasi endemische Pflanzen, die es nur hier in der näheren Umgebung gibt. Endemisch stimmt jetzt auch nicht ganz, das würde dann heißen, es gibt diese Pflanze weltweit nur am Kaiserstuhl. So Arten mag es auch geben, mir fällt spontan gerade keine ein, ihr könnt es mir aber schon vorstellen. Was es allerdings eher ist, ist ein disjunktes Areal. Wir haben also quasi hier den Vorposten von normalerweise südlich der Alpen vorkommenden Pflanzenarten, die also auf weitem Felde sonst nördlich der Alpen nur am Kaiserstuhl wachsen. Und ein Baumbeispiel, und damit mir natürlich eben sehr lieb, ist die Pflaumeiche. Das ist eine total typische Alpenart, total typische Art südlich der Alpen. Bei uns kommt die Pflaumeiche natürlich aber nirgends vor, also die könnte nirgendwo vernünftig wachsen, weil sie jeweils zu kalt bzw. zu nass ist. Sie mag es gern eher trocken und eher ordentlich warm im Sommer und das ist wirklich nur und ausschließlich an einer bestimmten Stelle vom Kaiserstuhl der Fall, dass da ein Pflaumeichenwald besteht, der da auch tatsächlich die natürliche Vegetation darstellt. Also die potenziell natürliche Vegetation noch eher, wenn man das dann lieber so nennen möchte. Ne? Da muss ich auch nochmal ein andermal hin. Heute kommen wir da nicht mehr hin. Aber das sind jetzt so mal so ein paar allgemeine Informationen genereller Art eben zur Anomalie des Kaiserstuhls. Wirklich ganz, ganz, ganz was Besonderes. Und dann muss ich nachher noch was zum Löss erzählen. Das mache ich dann aber, glaube ich, am Gipfel, so gegen Ende der Tour. Wir haben
Ich habe jetzt eine ganze Weile gefuttert und gekocht, das ging ein Weilchen, und jetzt noch gequatscht und die Aussicht genossen, 13.17 Uhr, ich bin hier jetzt schon seit über einer Stunde. Das heißt, ich packe jetzt mal zusammen und dann geht's weiter. Und ich soll, glaube ich, noch eine Runde den Besen schwingen. Wer übrigens sowas hier nicht kennt, das ist ein gefropfter Obstbaum. Wir haben es unten mit Kirsche zu tun, das obendrauf ist auch Kirsche aus irgendwelchen Gründen, aber wahrscheinlich irgendeine andere Kirsche. Was ist Fropfung? Naja, man nimmt eine Unterlage, also irgendeinen Baum, schnibbelt den ab und setzt dann obendrauf einen Zweig, einen Trieb von irgendeinem anderen Baum. Wenn man dann Glück hat und das Ganze richtig gemacht hat, und das ist eigentlich eher Obstbau und demzufolge überhaupt nicht mein Fachgebiet, wächst der obere Baum mit dem unteren Baum so weit zusammen, dass die Wasserleitungen von dem unteren Baum und den seinen Wurzeln, die auch noch die Originalwurzeln des unteren Baums sind, sich eben mit den Wasserleitungen, vorsichtig ausgedrückt, vom oberen Baum verbinden. Das heißt, der obere Baum bekommt durch die Wurzeln des unteren Baums seine Nährstoffe und sein Wasser. Der untere Baum bekommt durch die Blätter des oberen Baums seinen Zucker. Und das funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Warum das genau funktioniert? Seltsam, ne? Also man kann schon erklären. Aber dass das funktioniert, das finde ich so eigenartig irgendwie. Das ist irgendwie seltsam. Ne? Übrigens, im Prinzip ist das ja jetzt ein Baum, aber die Nachkommen von diesem Baum sind genetisch nur Nachkommen des oberen Baums und haben mit dem unteren Baum genetisch überhaupt nichts zu tun. Züchtet man sich also mit dieser Methode jetzt irgendeinen Baum zusammen, der die tollen Eigenschaften der Unterlage und des aufgefropften Teils irgendwie miteinander kombiniert und wunderbare Eigenschaften hat, kann man den trotzdem nicht vermehren, weil man nur den oberen Baum vermehren kann. Ne? Also ist das immer so ein Einmalprodukt. Immer, das kann man eben nicht kopieren. So, ja, so viel zum Thema Fropfung vielleicht. Ganz interessant für die, die das nicht kennen. Ich hebe euch mal am langen Stativ hoch und lasse euch einfach mal ein bisschen die Aussicht genießen, während ich hier weiterlatsche. Also die Aussicht, das hat schon was. Das hat halt echt was. Ich glaube, jetzt kommen wir sogar in den Wald. Das ist gut, dann bin ich wieder kompetent. Momentan bin ich ja nicht besonders kompetent, weil wir sind ja nicht im Wald. Ihr könnt mir von da oben eigentlich mal sagen, was das da für ein Baum ist. Kann man die Knospe da sehen? Sagt mir das mal einer. Jetzt müsste man es sehen können. Dann sehe ich es nachher hoffentlich auch. Müsste eine. Was ist es denn? Lasst mal gucken. Ja, ist eine Esche. Dachte ich mir doch. Wir sind am nächsten Exkursionspunkt angekommen. Also da hinten war wieder ein Schild und weist darauf hin,
dass es hier interessante Terrassen im Wald gibt. Und die gucken wir uns auch gleich an, sobald ich eine schöne Stelle finde, um da reinzukommen. Hier geht's. Leider werden hier auch scheinbar diverse Abfälle inklusive Kürbis entsorgt. Halloween lässt grüßen, ist ja eine Unsitte, wie ich finde. Sorry für die Wackelkamera, hab Stativ in ganz lang. Da ist das gar nicht so einfach. Ja, also gemeint sind diese Terrassen hier. Einmal direkt zu meinen Füßen. Ja, schön steil. Und da unten, wie man sehen kann, hoffe ich, ist noch mal eine. Ganz gut sieht man es vor allen Dingen vielleicht in dieser Einstellung. So, was hat es jetzt mit diesen Terrassen auf sich? Ich muss mich bücken, sonst bin ich nicht ganz im Bild. Was machen die im Wald? Macht das irgendwie Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Was schließen wir daraus? Ja, dieser Wald ist offensichtlich noch gar nicht mal so alt. Wir haben hier also eine Wiederbewaldung von einer ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Fläche, weshalb halt eben diese Terrassen hier auch entsprechend eben immer noch da sind. Das sind genau die gleichen Terrassen, wie man draußen im Rebland überall gesehen hat. Allerdings sind wir jetzt auf der anderen Hangseite. Ne? Bisher hatten wir alles noch schön auf der anderen Bergseite. Beste Lage, schön viel Sonne drauf. Das hier ist, man sieht es, ich stehe im Schatten, das liegt nicht nur am Wald, sondern da einfach generell daran, dass hier erheblich weniger Sonne ankommt. Das ist einfach ein weniger günstig gelegener Hang. Und wahrscheinlich hat man sich dann eben vor circa 100 Jahren, laut Schild, dafür entschieden, dass es keinen Sinn mehr macht, hier Landwirtschaft zu betreiben und man hier mit dem Wald, den man einfach wachsen lässt und dann quasi ignoriert, bis man mal ein paar Bäume schlägt, einen besseren Gewinn macht. Könnte auch damit zusammenhängen, dass wir ja vor circa 100 Jahren auch eben eine größere Auswanderungswelle hatten nach Amiland und dass da dann quasi hier einfach auch vielleicht ein bisschen die Leute gefehlt haben zum Bewirtschaften der ganzen landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ein solcher Wald ist eher selten, weil es sich hier halt eben um einen Wald auf allerbesten Boden handelt. Grundsätzlich könnte man hier nach heutigen Gesichtspunkten jede erdenkliche Form von Feldfrucht anbauen. Du könntest hier quasi Maisäcker auf die Terrassen draufstellen, wenn du das dann wolltest. Gott sei Dank macht das keiner. Aber theoretisch wäre das alles problemlos vorstellbar. Das ist bester, super fruchtbarer Boden. Es gab mal eine Zeit, dass man gesagt hat, wäre für Wald eigentlich zu schade. Wald braucht nicht die allerbesten, super fruchtbaren Böden. Was für ein Wald kann sich dann hier entwickeln? Also in diesem Fall haben wir es überwiegend mit dem Ahornbestand zu tun, weil man den nie hingepflanzt hat. Es kommt noch diverses anderes dazu durch natürliche Sukzession. Sprich, der Wald passt sich ja automatisch, wenn man ihn eine Weile lang stehen lässt und jetzt nicht großartig forstlich darauf achtet, dass keine anderen Bäume reinkommen, dahingehend an, dass die natürlichen Baumarten mehr Einzug halten. Das wäre in diesem Fall jetzt wahrscheinlich gar nicht so einfach zu sagen. Also es ist vermutlich auch in Buchenwald. Im Kaiserstuhl ist das aber wirklich sauschwierig, weil das halt alles geologisch so ein unglaublich variables Material ist. Wir sind hier auf Löss, aber es wäre auf jeden Fall mal ein anderer Buchenwald als der Standard-Buchenwald. Und wir würden in der Bodenvegetation auch ganz, ganz andere Arten finden. Und auch der Buche werden dann durchaus noch andere Baumarten beigemischt. Aber das müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachlesen. Mache ich dann und schreibe es euch irgendwo hin. Oder mache euch noch einen kleinen Voice-Over-Einspieler. Irgendwie so. Also für diejenigen, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen, die wissen ja vielleicht, Buchenwald ist so die dominierende Waldform in Deutschland. Grundsätzlich kommt er überall da vor, wo wir gute Wachstumsverhältnisse haben. Ne? Wenn sich also irgendwo ein anderer Wald als Buchenwald natürlich einfinden soll, dann müssen wir da nicht so gute Wachstumsverhältnisse haben. Das heißt, es muss vergleichsweise nass oder vergleichsweise trocken oder vergleichsweise kalt oder vergleichsweise warm oder vergleichsweise nährstoffarm oder auch wieder vergleichsweise Nährstoff im Überfluss vorhanden sein, damit sich halt was anderes als Buchenwald einstellt. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Ne? Das ist ja ein sehr guter Boden, wie wir gesagt haben. Man könnte da auch problemlos Landwirtschaft drauf betreiben. Trotzdem, der
allerhäufigste Buchenwald in Deutschland ist der bodensaure Buchenwald, das Lützowlofer Getum. Und was wir hier wahrscheinlich antreffen würden, ich kann im Winter keine pflanzensoziologische Untersuchung anstellen, dafür braucht man vorhandene Bodenpflanzen, ne? Was wir vermutlich hier hätten, wäre eben ein basenreicher Buchenwald, der nach seiner Charakterart, seiner beispielgebenden Charakterart benannt ist, nämlich dem Hort Elimo Vagetum. Ne? Und das wäre wahrscheinlich hier halt eben ein eher seltener Waldtyp, der dann auf solchen Lössböden häufiger sicherlich anzutreffen wäre. Aber ich kann es nicht beweisen, ich müsste nochmal wiederkommen im Frühjahr. So, und hier haben wir es jetzt mit dem Steinbruch zu tun. Da muss ich jetzt allerdings sagen, da kann ich jetzt echt nicht mehr viel zu erzählen. Das ist jedenfalls weit und breit hier wohl der einzige Anschnitt, Aufschluss sozusagen, vulkanischen Gesteine auf der Gemarkung Eichstätten, steht hier auf dem Schild. Und es handelt sich bei den etwas helleren Steinchen, so viel kann ich jetzt doch noch ergänzen, beziehungsweise zeigen, was das Schild da meint. Zum Beispiel, Moment, wo ist er? Der Finger, da. Dieser hier. Ja, dabei handelt es sich dann wieder um Kalk. Ne? Also Kalk ist immer mal wieder so in einzelnen Adern vorhanden. Das haben wir ja schon mal gesehen. Und wenn ich das richtig erkenne, da müssen wir jetzt mal ranzoomen. Das ist ganz interessant. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich die Kamera dabei habe. Unter dieser linken Birke hier, da haben wir genau, diese komischen Adern hier. Also das scheinen mir doch sehr schön zu erkennende, mustergültige Kalkadern im ansonsten vulkanischen Gestein zu sein, oder? Wie seht ihr das? Meinungen? Zoomen wir noch ein bisschen näher ran. Das kann eigentlich doch nur, ne? Die andere hier auch. Sehr schön zu sehen. Aber das ist doch gar nicht mal so uninteressant hier, besagter Steinbruch. Es gibt hier auch noch diese Steine hier vorne, blopp, zack, die hier vorm Steinbruch rumliegen. Und da soll man gut erkennen können, dass es sich teilweise um so richtig massive, ausgeworfene Blöcke handelt. Ne, so wie dieses Teil hier, das wird wohl eine explosionsartige Eruption gewesen sein, die eben das Zeug hier hingelegt hat, wobei man sich wohl scheinbar nicht sicher ist, inwiefern das jetzt vom Vulkan ausgeworfenes und an der Oberfläche abgelagertes Material ist oder ob man hier mit dem Einschneiden dieses Steinbruchs eventuell den Krater von dem Vulkan angeschnitten hat. Aber wir haben hier eben quasi wohl die Unterschiede im Gestein. Erstmal solche eben krassen Blöcke hier, die aussehen, als wären sie behauen worden, als wären sie menschgemacht, was nicht der Fall ist. Und sonst haben wir es teilweise auch mit einem eher blasigen Gestein zu tun, wo sich dann durch Gase auch ein paar kleinere Hohlräume im Gestein gebildet haben können. Und ja, ich gucke mir das aus der Nähe nochmal an, wenn ich noch was Interessantes finde, halte ich nochmal mit der Kamera drauf. Also was Interessantes gefunden habe ich nicht mehr, aber ihr dürft gerne mal selber lesen. Und besonders gut gemacht finde ich diese Schilder hier ehrlich gesagt nicht. Also das für den Laien, der wirklich gar keine Ahnung hat, der kann da doch nicht viel mit anfangen, was da steht. Also das erkennst du ja gar nicht. Im Gestein. Da musste ja. Also, ich weiß nicht. Also, mich überzeugen die Schilder bisher nur begrenzt. Die sind dann interessant, wenn man ohnehin schon was weiß. Dann ergänzen sie noch ganz gut und dann kann man sich dann noch seine Gedanken drüber machen. Aber so ohne Vorwissen finde ich die jetzt nicht so Bombe. Naja, gut. Also, was ich ganz interessant finde, ist, was hier los ist. So. Verkehrstechnisch, ne? Ein Traktor nach dem anderen. Also diese Landschaft, die ist halt schon entsprechend bewirtschaftet. Da ist nichts mit. Ja, also es ist halt eine Kulturlandschaft. Es ist eine ausgesprochene Kulturlandschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Entwässerungsgräbelchen. Die aber halt eben auch entsprechend gepflegt wird. Also wenn schon Kulturlandschaft, dann doch bitte auch
mit entsprechender Nutzung. Und ich meine, es ist ja nicht was Schlechtes, was hier angebaut wird, sondern Wein. trotzdem könnte man eigentlich fast schon den gesamten Kaiserstuhl unter einen gewissen Generalnaturschutz stellen, weil auch eben durch die Nutzung, zum Teil durch die Nutzung, hier so spezielle Kleinstlebensräume für so seltene Arten entstehen bzw. entstanden sind, dass das schon wirklich bemerkenswert ist, was hier an interessanten Viechern und Pflanzen zu finden ist. Es gibt hier übrigens auch die Gottesanbeterin, ne? Also die Heuschrecke in Ultra. Die Standardheuschrecke, die haben wir ja überall, das Heufährt. Aber die echte Gottesanbeterin, das krasse Viech sozusagen, das seine Männer verspeist, die erinnert mich irgendwie an jemanden. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls die gibt es deutschlandweit fast nirgends, außer hier. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wahrscheinlich gibt es sie wirklich bloß hier. Aber ich sag mal fast. Oh, da ist die nächste Station. Ich muss keuchen. Ich habe zu viel gegessen. Überraschung. Was haben wir denn hier? Gut. Gerade sage ich's. Flurbereinigungsterrassen. Ja, hier haben wir ein mustergültiges Exemplar. Kann man hier schön sehen. Auch da hinten im weiteren Verlauf in der Ferne. Also was wir hier haben, sind jetzt eben diese entsprechenden Rebterrassen, die halt flurbereinigt wurden. Also die Terrassen wurden so angelegt. Die waren früher deutlich kleiner, deutlich weniger breit und die Böschungen waren entsprechend weniger, ein bisschen weniger steil und weniger hoch. So, was man dann gemacht hat, war es eben halt so Großterrassen anzulegen, wie das Ding, was wir hier vor uns sehen. Und es gab eine Zeit lang dann größere Schwierigkeiten, weil diese Terrassen nicht flach genug, also nicht steil genug gewesen sind. So hätten sie dann vielleicht bessere Chancen gehabt, da vernünftigen Wein zu erzielen. Die sind aber doch eben sehr flach. Was heißt das? Das heißt, wenn die kalte Luft vom Berg kommt, die kommt ja immer von oben, zieht dann runter gegen Abend, der beliebte Kaltluftabfluss, oder morgens vor allen Dingen. Bei Sonnenaufgang kann man das bemerken, gerade die Zeit am Tag, bei der es besonders kalt ist. Und die plumpst dann quasi wie auf einer Treppe hier jeweils diese entsprechenden Steilwände runter und sammelt sich dann da unten. Die Reben im hinteren Bereich der Terrassen haben also zu wenig Wärme abbekommen, beziehungsweise sind regelrecht erfroren, wegen eben diesem Kaltluftabfluss, der sich hier zu lange gehalten hat, im hinteren Bereich der Terrassen. Bis man dann eben nochmal hingegangen ist und nachdem man die Terrassen eigentlich angelegt hatte, man sie nochmal ein bisschen steiler gemacht hat, dass die mehr Gefälle haben in Richtung Tal, damit die kalte Luft einfach quasi runterkommt und schnell abfließt, ohne die ganze Zeit bei den hinteren Reben hängen zu bleiben. Also die Weinqualität hat doch enorm gelitten unter der ersten Flurbereinigung, die so in den 70er Jahren stattgefunden hat. Und man musste dann also quasi, wann war das? Steht hier auf dem Schild, 2003 nochmal eine Flurbereinigung machen, um halt eben das Gefälle ein bisschen besser auszuarbeiten, damit sich eben nicht die kalte Luft weiterhin staut. Ich möchte mich allerdings, bevor ich jetzt noch großartig viel zu Umweltschutz und den negativen Folgen dieser ganzen Flurbereinigungsmaßnahmen erzähle, da diesbezüglich noch mal ein bisschen intensiver ins Thema einlesen. Und das wäre dann was für den nächsten Ausflug in den Kaiserstuhl. Das traue ich mir jetzt an dieser Stelle nicht zu. Wenn wir uns aber mal die Böschung da hinten angucken, also die mit dem vielen Grün, das ist mit Sicherheit ein wunderbares Biotop für alle möglichen Vogelarten. Und da gibt es wirklich viele, die sonst in Deutschland Schwierigkeiten haben, die eben auf solche Steilwände zum Höhlenbau angewiesen sind. Und auch aufgrund der enormen Bestockung und der enormen Pflanzenmasse, die man da erkennen kann, gehe ich mal schwer davon aus, dass da auch die ein oder andere spezielle Baum- und Strauchart vertreten sein wird, die sonst auch nicht eben so häufig vorkommt. Das sind also so Kleinstlebensräume. Das hatte ich ja erwähnt, bevor wir zu dieser Position gekommen sind. Die sind wirklich was Besonderes. Und da, ja, da muss man es wirklich differenziert sehen. Diese Flurbereinigung, ja, die hat die natürliche Landschaft kaputt gemacht.
Was wir hier sehen, ist nicht die natürliche Landschaft. Aber es hat halt eben dadurch zum Teil an manchen Stellen jetzt mehr Lebensraum für bestimmte seltene Arten, als vorher da waren. Also Thema Flurbereinigung ist wirklich was, da muss ich mir noch meine Gedanken machen, da muss ich wirklich noch ein bisschen was zu lesen. Die Doktorarbeit von meinem Vegetationskunde-Professor, die hat genau sowas behandelt. Der hat sich nämlich eben mit diesen Böschungen, mit dieser Flurbereinigung und der damit einhergehenden Artenzunahme, Artenverlust ganz intensiv beschäftigt, hat er uns auf einer Exkursion mal erzählt. Leider habe ich bestimmt 70% wieder vergessen. Das ist doch eine gute Quote. Ich glaube, die meisten haben alles wieder vergessen. Das ist immer, Exkursionen ist so ein Ding. Die sind das Salz in der Suppe und somit das Schönste am Studium. Das Problem ist nur, hat man noch nicht allumfassende Ahnung, wenn die Exkursion stattfindet, kann man vieles nicht so gut behalten und nicht so gut an bereits vorhandenes Wissen andoggen, sozusagen, wie man das könnte, wenn man die Exkursion erst nach dem Studium machen würde. Würde man die Exkursion allerdings erst nach dem Studium machen, würde man während dem Studium nichts lernen. Es ist also eine unglaublich schwierige Situation. Am liebsten würde ich ja alle meine Exkursionen jetzt nochmal mit Ahnung nochmal wiederholen und wäre dann wahrscheinlich so ein richtig nerviger Zuhörer, der die ganze Zeit in der hinteren Reihe steht und dauernd nickt. Ja. So, machen wir weiter.